wo mancher Fest gehört. Zebrastreifen, weiße Blau, Zebrastreifen, weiße Blau. Ein jeder weiß genau, das ist der FSV. Wo alle Mann mit Helm und Kran, die Heffen greifen an. Und das Befehl wieder vor. Gemeinsam für Duisburg, für den MSV, und damit geht's los. Einen donnernden Applaus zum Trainingsauftakt bei uns hier in Westende. Herzlich willkommen. Also, wir starten in unsere neue Zukunft als Aus- und Weiterbildungsverein, so nenne ich das jetzt mal. Und das ist unser Team, was heute da ist. Und als allererstes gibt es einen donnernden Applaus für Maskottchen Ennert. Und unsere Physios sind da, Oliver Gabowski und Will Annenbohm. Und das sind die, die sie alle ans Laufen kriegen. Unser Cheftrainer, Thorsten Lieberknecht. Sein Co-Trainer, Darius Scholtisek. Unser Analyst, Philipp Klug. Der Torwarttrainer, Sven Beukert. Normalerweise hätten wir jetzt auch noch unseren Landathletiktrainer Andreas Tappe und Miro Lusic dabei und unseren Individualcoach Vanimir Bajic. Auch die kriegen einen Applaus. Und der Chef von allem, unser Sportdirektor Ivo Grillitsch. So, und jetzt gehen wir mal rein in die Zahlen. Unsere Nummer 7, Lukas Szczepanik. Die 8, Miguel Schmeling. Mit der 9, Ahmed Engin. Eine echte Nummer 10, Moritz Stoppelkamp. Mit der 11, Arnold Budimbo. Die 13, Lukas Daschner. Mit der 14, Tim Albutat. Die 17, Arne Sicker. Mit der 18, Thomas Blomeyer. Mit der 19, Sinan Kavaina. Krank, aber gehört dazu. Mit der 22, kriegt einen ganz lauten Applaus, damit das hört, Jonas Brendig. Mit der 23, Joshua Bitter. Die 26, Vincent Gembalis. Mit der 29, Sebastian Neumann. Die 33, Lukas Böder. Und einer ist noch bei seiner Nationalmannschaft, deswegen muss er richtig laut machen, ist nämlich in den USA mit der 36, Joe Zhao. Und jetzt für alle nochmal zusammen, das ist er, unser MSV. Viel Spaß beim Training. Jungs.
unser Club, der SV. Und wir stehen für euch immerhin. Immer hier! Denn hier zwischen Rhein und Ruhr, da gibt es einen nur. MSV, unser Club, in Berlin. Duisburg, unsere Stadt, hier ist alles Leben pur. Menschen, die hier wohnen, bleiben dran, sind manchmal schuld. Die zu Kämmer waren, das war damals, als alles begann. Und noch immer fängt das Spiel von vorne an.